Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zu The Dark Mod. Hierbei handelt es sich um ein Fanprojekt von ambitionierten Spielern, die mit Hilfe der id Tech Engine 4 im Grunde das Setting von The Dark Project nachgebaut haben. Bislang brauchte man für das Mod noch Doom 3, denn das Spiel basiert auf der Doom 3 Engine. Und um es spielen zu können, musste man bislang Doom 3 besitzen. Die Macher um John Carmack haben ihre Engine aber inzwischen als Open Source Software zur Verfügung gestellt und dadurch können jetzt die Entwickler von The Dark Mod das Spiel ohne Doom 3 Unterstützung anbieten und im Grunde alle Spieldateien in einem Paket anbieten, das ihr euch darüber hinaus auch noch kostenlos herunterladen könnt. Mit anderen Worten, The Dark Mod ist jetzt ein Standalone-Titel. Und The Dark Mod ist, aber war es im Grunde auch schon vorher, eine Adaption des Spielprinzips der Thief-Reihe oder der Dark Project-Reihe, je nachdem, welche Bezeichnung euch da besser gefällt. Ihr steuert einen Charakter, der im Grunde die gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten besitzt, wie auch Meister Deep Garrett aus dem Original von den inzwischen geschlossenen Looking Glass Studios. So müsst ihr mitunter Schlösser knacken und dabei auf das Klicken des Schlosses achten. Außerdem solltet ihr Zweikämpfe möglichst vermeiden und Gegner nach Möglichkeit lautlos ausschalten, was aber nicht immer ganz reibungslos funktioniert, doch dazu später noch ein bisschen mehr. Das Spielgeschehen findet darüber hinaus in einer mittelalterlich geprägten Welt statt, die auch noch durchzogen ist von mal mehr, mal weniger offensichtlichen Steampunk-Technologie-Elementen. Ebenso wie das Vorbild ist The Dark Mod dabei kein stumpfer First-Person-Shooter. Stattdessen müsst ihr möglichst leise und ungesehen durch die Schatten schleichen und es nach Möglichkeit vermeiden, Gegner auf eure Anwesenheit aufmerksam zu machen. Hierfür stehen euch verschiedene interessante Gadgets zur Verfügung. So könnt ihr beispielsweise auf Moospfeile zurückgreifen, die, wenn ihr sie auf den Boden schießt, eure Schritte dämpfen, wenn ihr auf dem Moos herumlauft. Wenn ihr nah genug an einen Gegner herankommt, könnt ihr ihn dann lautlos beispielsweise mit einem Totschläger ausschalten, wenn ihr den Totschläger zur Verfügung habt. Und wenn ihr vermeiden wollt, dass andere Wachen über ihren bewusstlosen Kollegen stolpern, solltet ihr im Anschluss den Körper in irgendeiner dunklen Ecke verstecken. Die Möglichkeiten, dass ihr von Gegnern entdeckt werdet, sind in The Dark Mod vielfältig. Zum einen reagieren Feinde auf Geräusche, zum anderen aber auch auf verdächtige Bewegungen. Wenn ihr euch allerdings in den Schatten haltet, keine Waffe in der Hand haltet und euch möglichst nicht bewegt, könnt ihr auch praktisch direkt vor Gegnern stehen, sodass diese euch nicht bemerken. Mit anderen Worten, jede Aktion in The Dark Mod kann irgendwelche schwerwiegenden Konsequenzen haben. Wer einfach nur blind durch die Spielwelt stolpert, wird an diesem Spiel früher oder später schier verzweifeln. Wer aber seine Bewegung plant und die verfügbare Ausrüstung clever einsetzt, hat gute Chancen auf einen erfolgreichen Raubzug. Die einzelnen Missionen laden darüber hinaus durchaus dazu ein, sich ein wenig abseits der eigentlichen Hauptaufgabe in den Levels umzusehen. In vielen Levels gibt es verschiedene Kleinigkeiten zu entdecken. Teilweise haben die Macher interessante Easter Eggs in der Levelarchitektur versteckt, teilweise findet ihr allerdings dort auch Ausrüstung, die ihr braucht und mitunter müsst ihr möglichst viele wertvolle Gegenstände finden, was auch nur dann tatsächlich wirklich funktioniert, wenn ihr euch in den Levels ordentlich umschaut. Mitunter macht es sogar Sinn, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid, wieder zurückzukehren zu einem anderen Ort, bei dem ihr bereits wart, weil ihr dann vielleicht einen Schlüssel habt, den ihr vorher nicht zur Verfügung hattet, mit dem ihr dann wiederum in einen Bereich reinkommt, zu dem ihr vorher keinen Zutritt hattet. Die meisten Levels, mit denen ihr in The Dark Mod konfrontiert werdet, sind dabei in sich geschlossene, eigenständige Missionen ohne einen umfassenden Story-Zusammenhang. Denn alle Levels wurden von teilweise unterschiedlichen Entwicklern oder auch von kleineren Entwicklerteams zusammengestellt. Es gibt zwar ein paar zusammenhängende Abschnitte bzw. ein paar Missionen, die mehr oder weniger aufeinander anschließen. So könnt ihr beispielsweise Sir Tevzelot's Vengeance for a Thief in gleich, ich glaube, zwei Missionen spielen. Die meisten Missionen sind aber in sich abgeschlossene Abenteuer und erzählen eine in sich abgeschlossene Geschichte. Dafür bietet das Stealth-Spiel aber auch eine große Auswahl an Missionen, die ihr euch beispielsweise direkt über den Spiele-Client herunterladen könnt oder auch von der Entwickler-Homepage. Während der Download über den Client läuft, könnt ihr dabei sogar die bereits heruntergeladenen Missionen spielen und müsst nicht dem Download-Balken bzw. der kleinen Ziffer vor dem Prozentzeichen dabei zusehen, wie diese langsam auf 100% anwächst.
Allerdings sind alle Missionen, die ich mir bisher angeschaut habe, immer auf Englisch gewesen. Ihr habt zwar die Möglichkeit, den Client grundsätzlich auf Deutsch umzustellen, das betrifft dann aber eher die Beschreibung der Gegenstände und eventuelle Hinweise, die ihr vom Spiel direkt bekommt. Die Geschichte innerhalb der Mission wird dadurch nicht übersetzt, es sei denn, die Levelentwickler haben diese Übersetzung selbst eingebaut. Aber davon habe ich bislang, wie gesagt, noch nichts gesehen. Wenn ihr deutschsprachige Missionen für The Dark Mod kennt, dann schreibt doch einen Kommentar in den YouTube-Kommentarbereich. Danke im Voraus dafür. Die Vielfalt der Mission ist jedoch über alle Zweifel erhaben. Dadurch, dass eben der große Plot-Zusammenhang zwischen den einzelnen Missionen fehlt, können sich die Entwickler von Levels in ihrer Kreativität geradezu verlieren. Vom mehr oder weniger einfachen Einbruch in ein Herrschaftsgebäude über Missionen, in denen ihr mit Zombies oder anderen untoten Wesen oder irgendwelchen Fantasiegestalten konfrontiert werdet, bis hin zu hochkomplexen Storygeflechten, die verschiedene Wendungen und Windungen haben, bietet das Spiel jede Menge abwechslungsreiche und spannende Einsätze. Insgesamt muss man sagen, The Dark Mod und die Idee hinter The Dark Mod ist großartig und ihr könnt das Ganze sogar kostenlos herunterladen und kostenlos spielen. Der Download ist zwar mit über 2 GB verhältnismäßig groß, aber Einzelspieler-Stealth-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen. Wer Spaß dran hat, in verzwickten Situationen mit guter Planung und überlegt vorzugehen, statt wild ballernd und polternd durch ein Level zu marodieren, der wird an The Dark Mod definitiv seinen Spaß haben. Allerdings gibt es ein paar technische Probleme, die ihr aber umgehen könnt, wenn ihr wisst wie. So müssen teilweise Objekte genau so genutzt werden, wie sie von den Entwicklern vorgesehen wurden. Und nicht anders, weil sie sonst anfangen herumzubacken. Wer beispielsweise an einem Seil schwingen möchte und sich dabei zu tief herabbegibt, der bekommt statt einer tollen Schwunganimation stattdessen das hier. Außerdem müsst ihr verschiedene Dinge beachten, wenn ihr lautlos einen Gegner ausschalten wollt. So dürfen diese euch vorher nicht bemerken und ihr müsst auch genau zielen. Besonders schwierig sind Gegner mit Helm, aber auch diese lassen sich grundsätzlich mit dem Totschläger kampfunfähig machen. Zielt hierbei am besten auf einen Körperbereich um und bei in Kopfnöhe, der nicht unbedingt von einem Rüstungsteil bedeckt ist und zum anderen nicht vom Helm. Was ja auch ein Rüstungsteil ist, aber ich denke, ihr versteht das System. Achtet aber auch auf Elitewachen. Diese lassen sich nicht so ohne weiteres lautlos ausschalten und wenn ihr dort mit eurem Totschläger draufhaut, dann passiert gar nichts. Und zwar egal, wo ihr trefft. Und ihr habt im Grunde keine andere Wahl, als diese Elitewachen einfach zu umgehen. In der Praxis kann es aber trotz bester Vorbereitung und selbst wenn der Gegner, den ihr versucht auszuschalten, kein Elite-Gegner ist, kann es passieren, dass ihr wegen einem falschen Schritt das Ganze nochmal von vorne versuchen müsst. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr immer mal wieder zwischenspeichert. Damit das Speichersystem allerdings überhaupt funktioniert, müsst ihr die Spieldateien in einem Ordner haben, der Dark Mod heißt. Komplett klein geschrieben, Dark Mod, in einem Wort. Dieser Ordner kann sich dabei ruhig auch in einem anderen Ordner befinden, das ist egal. Aber es ist wichtig, dass der Ordner Dark Mod heißt, weil ihr sonst Probleme mit dem Laden eurer Spielstände bekommen könnt. Ungeduldige Spieler werden aber grundsätzlich an diesem Freeware-Titel nicht viel Freude haben. Kopfloses Voranstürmen wird radikal bestraft und nur wer überlegt vorgeht und sich Zeit nimmt, wird in den meisten Levels auch erfolgreich sein können. Ansonsten, wenn das nicht auf euch zutrifft und ihr im Grunde euch Zeit nehmen könnt und nicht ungeduldig seid, dann würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch The Dark Mod unbedingt einmal anschaut. Vielleicht wollt ihr euch dann ja sogar selbst an der Entwicklung beteiligen, wer weiß, und ein Level entwickeln oder sowas. Die Community ist allerdings jetzt bereits sehr aktiv und verantwortlich für weit über 30 Missionen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen und Anforderungen an eure Fähigkeiten. Alle interessanten Links, wie die von der Download-Seite vom Spiel auf der Entwickler-Homepage, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wer jetzt noch was zu sagen hat, eine hilfreiche Ergänzung oder einfach nur so irgendein Wort, das einfach mal losgeworden werden möchte, dann nutzt dafür doch am besten den Kommentarbereich unterhalb vom YouTube-Video im YouTube-Bereich oder auch auf trolltest.de. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video bis zum Schluss anzuschauen. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Darum bin ich erstmal wieder raus und sage, macht's gut und tschüss. Trolltest.de